Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Heute ist der letzte Tag diesen Monats. Lasst uns zurückblicken. Der Herr hat uns nicht nur den ersten Tag, sondern auch den letzten Tag zu sehen gesegnet. Der Herr hat uns in diesem Monat viele Wunder ermöglicht. Er gab uns Heilung und Befreiung, die Hindernisse beseitigt und Gutes getan. Lasst uns den Herrn loben und preisen für seinen Segen. Zu der gleichen Zeit erlebten wir Leiden, Beschwerden und sehr viele Probleme. Aber bist du deswegen umgekommen oder außer Gefecht gesetzt? Egal wie viele Kämpfe und Konflikte, nichts hat uns verhindert. Du warst nicht im Krankenbett. Der Herr hat Wunder getan, dich geleitet und geführt. Was für wunderbare Sachen hat der Herr getan? In Joel Kapitel 12, Vers 26 lesen wir: Dann werdet ihr essen und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen. Was erwartet denn Gott von uns? Wir sollten den Namen Gottes preisen, der uns wunderbar geleitet hat. Wir sollten den Herrn den ganzen Monat preisen, der Wunder vollbracht hat, weil er die Barrieren beseitigt hat und uns geheilt hat. Er hat Wege eröffnet und uns den Sieg gegeben, um etwas Gutes zu sehen und um die Sachen in Ordnung zu bringen. Wie viele Segen hast du in diesem Monat erhalten? Sollten wir den Herrn nicht dafür loben? Je mehr du den Herrn lobst und preisest, desto mehr wird die Liebe des Herrn zu dir, weil du den Herrn mit einem dankbaren Herzen preisest. Dies motiviert den Herrn, in den kommenden Tagen Wunder zu erbringen und dir beizustehen. Daher ist es ganz wichtig, den Namen des Herrn zu preisen, der für dich Wunder erbracht hat. Herr, ich preise dich, ich lobe dich vom ganzen Herzen. Du hast für mich viele Wunder vollbracht. Wenn du den Herrn mit ganzem Herzen so loben würdest, dann wirst du im kommenden Monat auch Wunder und Segen erleben. Wollen wir nun den Herrn loben? Öffne nun deinen Mund und preise den Herrn. Lobe den Herrn, dass er dich durch den ganzen Monat geleitet hat. Danke ihm für all seine Versprechen. Ich danke dir, dass du die erfüllt hast. Ich preise dich für die Beseitigung der Barrieren und die Heilung. Für die Erfüllung der Sachen preise ich dich. Ich lobe dich für die Vollbringung der Wunder. Ich danke dir für die Verstärkung im geistlichen Leben. Ich lobe dich für den Segen in deinem Dienst und die Erfüllung meiner Wünsche in meiner Familie. Für alle guten Dinge, ich lobe und preise dich tausendmal. Ich lobe und preise dich, o Herr, für deine wunderbare Leitung. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.